Ja, in Sonthofen ist das Coole, dass man die Vorteile von Stadt und Land kombiniert. Man lebt so ein bisschen ländlich, auch gerade in den Dörfern rund um Sonthofen, die noch zu Sonthofen gehören. Aber man hat auch die Vorteile der Stadt wie Kino, Einkaufsgelegenheiten und gerade die Berge drumherum machen es für mich besonders. Und dass ich zur Musikschule im Endeffekt keinen besonders langen Weg habe. Also sagen wir für mich jetzt aus Hindelang, ist Sonthofen so die nächstgrößere Stadt, wo es auch Möglichkeiten gibt einzukaufen, wegzugehen. Ich ging hier auch auf die Schule. Es ist einfach schön, die Berge und die Landschaft, man kann viel Skifahren. Man hat auch Freunde, wenn man jetzt in Sonthofen wohnt. Und es ist halt auch schön, zum Einkaufen kann man gehen. Da muss man nicht extra nach Kempten oder so fahren. Also Sonthofen ist für mich eine ganz tolle Stadt. Die Atmosphäre hier in Sonthofen gefällt mir ganz gut. Durch mein Wirken im Faschingsverein habe ich sehr engen Kontakt auch zum Rathaus, zum Bürgermeister. Und muss sagen, also dieses Verhältnis, was also da herrscht zwischen Fasching und Persönlichem und auch mit der Führung hier in der Stadt, das ist eine sehr tolle Sache. Sonthofen selbst habe ich auch erlebt als eine Stadt, in der natürlich viele verschiedene Menschen leben, weil durch die Ansässigkeit der Bundeswehr kommen viele Aspekte aus dem gesamten Bundesgebiet hier nach Sonthofen. Und ich glaube, dass wir momentan mit Sonthofen eine Stadt haben, in der unwahrscheinlich positiv gearbeitet und gewirkt wird und dass die Menschen sich hier eigentlich auch wohlfühlen. Wir sind Sportstadt, die viele Sportvereine spielen sehr hoch, also egal ob es Fußball, Volleyball oder Eishockey, sind ja sehr bekannt, auch deutschlandweit sehr bekannt. Ja, Sonthofen ist für mich eine Stadt, die ist halt zentral, die ist eine zentrale Stadt im Allgäu und hat auch ihren Reiz. Die hat Einkaufsstraßen, man kriegt alles, man ist nah dran, auch als Skigebiet jetzt zum Beispiel, man ist sofort, egal ob Ofterschwang, Oberstdorf oder Oberjoch, das ist gerade egal, man ist zentral und man kann eigentlich noch zu einem guten Geld wohnen und leben. Wir leben in einer Zeit, wo wir konsumieren. Für einen ganz hohen Prozentsatz unserer Menschen sind nahezu alle Güter, die wir haben, verfügbar. Man kann sie kaufen. Nur Gitarre spielen oder Klavier spielen kann man eben nicht kaufen. Da brauchen wir unsere Disziplin, unsere Konsequenz, auch die Liebe dazu. Wir werden aber feststellen, wenn wir es danach erlernt haben, ist es ein Mehrwert in unserem Leben, der unvergleichlich ist. Also es ist einfach toll. Ich finde, in Musik kann man so viel weitergeben. Es sind Emotionen, Gefühle. Man kann auch so viel ausdrücken und es macht einfach Spaß, gemeinsam zu spielen. Und ja, es ist auch toll, Musik, wo man woanders hört, die auch nachzuspielen oder auch eigene Lieder auszuprobieren.
Ja, man hat einfach Spaß, die Musik auszuprobieren und ein Instrument ist immer was Schönes. Ja, es macht viel Spaß, weil man halt dann auch so das Wir-Gefühl hat und dann auch mehrere zusammenspielen. Ja, man muss auch auf andere achten und dass man jetzt nicht alleine zu schnell spielt oder zu langsam. Der Schlagzeuger ist halt der Taktgeber, der muss halt aufpassen, dass alles rund läuft und er muss halt den Rhythmus beibehalten, sonst läuft alles aus dem Ruder. Also ich finde, es ist was ganz anderes, wie alleine zu spielen. Also man muss auf die anderen achten, auf den Rhythmus, auf die anderen auch eingehen. Aber man kann viel mehr ausprobieren, also auch Neues, wie das auch klingt, das zu kombinieren. Also es macht einfach Spaß. Einen ganz wesentlichen Aspekt der Musikschule sehe ich darin, dass wir soziale Grenzen ein bisschen öffnen können. Wir haben ein Sozialsystem, das von den Städten mitgetragen wird, sodass eigentlich fast jedem die Möglichkeit gegeben wird, dass er Musik erlernen kann. Also unser Name für die Gruppe ist die Percussion-Gruppe und das hat sich, glaube ich, mit der Zeit einfach so entwickelt und dass wir halt zusammengekommen sind und dann auch verschiedene Stücke gespielt haben. Man ergänzt sich halt, man kann gegenseitig von sich was lernen, man kommt halt zusammen und sieht halt dann auch am Ende, dass man zusammen was erreichen kann oder mehr erreichen kann als man selber allein. Wir haben ein Video gesehen, wo die auch mit solcher Ausrüstung gespielt haben und das hat uns sehr gefallen, da wollten wir es auch machen. Ja, also es ist halt in der Gruppe, finde ich, einfacher, weil wenn man halt selber einen Fehler spielt, dann spielen halt die anderen wahrscheinlich richtig und dann fällt es nicht so ganz auf. Ich finde es cool, weil man halt zusammen was machen kann und sich auch gegenseitig ein bisschen unterstützen kann, wenn es der andere noch nicht so gut kann. Dass man halt einfach mal alles rauslassen kann und sich darauf konzentrieren kann, ein bisschen darin abtauchen und allgemein, dass man eine Leidenschaft hat, die man auch mit anderen hier teilen kann. Ja, einfach, dass man die Kraft rauslassen kann, wenn man zum Beispiel Wut hat oder so, kann man die dann halt super da abbauen. Also, dass man halt mit Instrumenten tolle Töne erzeugen kann und dass es halt auch schön klingt und ja. Dass man halt das alles zusammen synchron spielt und wie cool sich das anhört, wenn man halt vier Stimmen gleichzeitig hat und die perfekt aufeinander abgestimmt ist und man einfach merkt, man kann sich auf seine Teampartner verlassen. Eine Musikschule ist immer ein Standortvorteil. Viele Eltern, die hierher ziehen, fragen, gibt es eine Musikschule? Dann muss man wissen, dass Musik eines der wesentlichen Möglichkeiten ist, die Persönlichkeiten von jungen Leuten zu formen. Also Schlagzeug ist ein ziemlich kreatives Instrument. Da kann man aus jedem Stück so ein bisschen sein eigenes machen. Auch jeder Drummer spielt auch in der Band jedes Stück so ein bisschen anders. Und in der Band ist man dann auch der Chef. Gleichzeitig wird man halt auch dafür verantwortlich gemacht, wenn Takt und Tempo nicht stimmen. Aber ja, so das Kreative und dass man einfach mal so richtig seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann, das macht Spaß. Hier findet heute der Fasnachtsumzug statt, den unser Verein seit über 30 Jahren oder fast 40 Jahren jetzt schon organisiert. Und wir freuen uns natürlich, dass wir heute so ein tolles Wetter hier haben. Ja, ich bin der Gerd Rüben, ich bin der Präsident der Sonthofer Fasnachtszunft.
seit jetzt 2008 und ich organisiere im Prinzip die ganzen Veranstaltungen, die da sind, natürlich mit meinen Mitarbeitern aus dem Verein. Und heute bin ich für den Umzug verantwortlich, das ich auch in den letzten Jahren immer schon gemacht habe. Ich nehme die Anmeldungen an und stelle den Zug auf für die Verhandlungen mit der Stadt und mit allen anderen Gremien, die wir so benötigen. Was ich heute anhabe, das ist das sogenannte Zunfthäs. Das ist das Kleidungsstück, was bei der Gründung des Vereins geschaffen wurde für die Zunftler, so bezeichnen wir uns ja. Das ist ein bisschen an die Landsknechte angelehnt, das Ganze. Hat also mit dem Fasching im Rheinland jetzt weniger zu tun, auch nichts mit der alemannischen Fasnacht. Das ist eine eigene Kreation gewesen. Ich fühle mich darin wohl, das habe ich jetzt schon ein paar Jahre an. Und bei solchen Witterungsverhältnissen kann man das gerne auch mal in der Öffentlichkeit zeigen. Ja, wir sind jetzt am Fuße des Gründen, wo die Staatslachklamm beginnt. Hier mit dem schönen Wasserfall, nennt man auch im Sommer Schleierfall. Jetzt ist er vereist in dem schönen Wintertag, was wir heute haben. Und da geht die Tour eigentlich los, Staatslachklamm. Staatslach kommt von Sturzbach. Man muss sich vorstellen, das Wasser springt über die Steine, reibt quasi mit dem Geröll, reibt das weiche Gestein aus und geht nach unten und springt über die Steine weg. Das ist eigentlich der Sturzbach, ist eigentlich der Name Staatslach. Nummoliten sind die Versteinerungen, die man hier finden kann. Es sind auch die Geologen bei uns zwischendurch unterwegs. Und man nennt es auch Steinmünzen. Das schaut aus wie so eine kleine Muschel, so eine Größe von einem 2-Euro-Stück. Gerade wenn jetzt viel Wasser in der Klamm ist, dann ist das Phänomen da, wenn ich an die erste Brücke da hinkomme, dann drückt das Wasser aus dem Felsen raus. Das würde also heißen, es muss irgendwo ein unterirdischer See sein, der sich dann füllt und dann mit dem Druck einfach das Wasser aus dem Felsen rauskommt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ganz fantastisch. Bloß diese Tage, wenn man dann da durchgeht, ist es nur bei Starkregen, dann wird man auch so nass, dass man hinterher die Unterhosen ausdrehen kann. Also das Schönste ist eigentlich immer am Morgen, wenn ich meinen täglichen Kontrollgang mache in der Früh, da bist du alleine und kannst du das voll genießen, was du überall siehst. Und es ist jeden Tag anders. Das Geräusch, dann das Wasser, einmal hast du mehr Wasser, einmal hast du weniger Wasser. Dann, wie gesagt, die ganzen Nebengeräusche, die da sind, ohne dass jetzt, sagen wir jetzt, eine Gastherrin war, das genieße ich dann auch. Ja, die Atmosphäre ist bei jedem Meter auch anders. Man läuft durch, man hat das Geräusch von dem ersten Wasserfall im Ohr. Dann kommt wieder so ein Linksbogen, da ist es mucksmäuschenstill, da ist auf einmal das Wasser weg. Und dann kommt der nächste Weg wieder, dann hört man wieder das Wasser anders rauschen, dann sind wieder andere Quellen da, da sind die Gumpen drin, wo sich das Wasser dreht. Und so geht es halt immer nach oben und es ist immer wieder was anderes.